Hallo liebe Zuschauer, Sie erkennen mich wahrscheinlich jetzt nicht gleich auf den ersten Blick, aber ich denke mal, so ist es besser. Ich tue mich persönlich etwas schwer, mich an diesen Schutz zu gewöhnen, aber gut, wir müssen uns jetzt irgendwie damit abfinden. Und falls Sie noch keinen haben, sehen Sie in unserem ersten Beitrag, wie man sich selber einen anfertigen kann. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Ich stehe hier im Texien Rennsportmuseum in unserer Sonderausstellung. Wir haben zurzeit eine Ausstellung einer Textilkünstlerin aus Amerika, Andrea Meyers. Die hatten wir im Januar, Februar hierher eingeladen, um ihre großartigen, doch sehr farbigen und sehr expressiv gearbeiteten Wandobjekte zu zeigen. Und sie hat auch einige Arbeiten hier bei uns auf dem Arbeitsplatz, den wir hier noch sehen, gefertigt. Sie hat also eine ganze Woche hier mit den zurechtgeschnittenen Farben gearbeitet, einfach nur gerade nähte, mit der Nähmaschine gesetzt, ich glaube etliche Kilometer, wenn man das Ganze hier zusammenrechnet, was hier in der Ausstellung zu sehen ist. Ja, und in Corona-Zeiten haben wir natürlich jetzt im Moment leider geschlossen. Und als Textilmuseum ist es natürlich dann gar nicht so weit her, um zu überlegen, was doch jetzt Gebot der Stunde ist, nämlich Masken nähen. Die habe ich hier mitgebracht und möchte Ihnen einmal zeigen, wie Schritt für Schritt so eine Maske genäht werden kann. So, ich möchte Ihnen zeigen, wie ich Masken nähe. Und zwar zwei Varianten. Einmal die mit dem langen Band, was man dann hinten hinter dem Kopf verknotet, im Nacken und im oberen Kopfteil. Und einmal mit einem Gummizug, was vielleicht auch für die Handhabung manchmal auch ein bisschen schneller geht, aber durch das Drücken am Ohr vielleicht manchmal nicht so angenehm ist. In der Hauptsache empfehle ich, weil es kochfest ist, aus hygienischen Gründen, ein ganz altes Material, was vielleicht viele auch noch zu Hause haben, nämlich das Molton-Betttuch, was auch so leicht aufgeraut ist. Das gab es also wirklich in vielfältiger Form zu DDR-Zeiten und vielleicht hat das der eine oder andere auch noch zu Hause. Und das hat eben die Eigenschaft, dadurch besser auch hygienisch das Ganze aufzunehmen. Und noch den Vorteil, dass man die Maske, das empfehle ich halt auch wirklich zur Reinigung und zur Desinfizierung im Kochtopf auf dem Herd mal 5 Minuten zu kochen. Nicht in einer Waschmaschine, das ist nicht nötig, aber wirklich mal 5 Minuten im Kochtopf abzukochen und dann trocknen zu lassen. Es geht wohl auch mit dem Bügeleisen mal mit der höchsten Stufe mehrmals überzubügeln von beiden Seiten. Da hat man auch mal eine kurzfristige Desinfizierung. Wer farbigen Stoff nehmen möchte, der muss natürlich auch darauf achten, dass der sehr dicht gewebt ist und dass er auch kochfest ist, was in dem Falle ich vorher ausprobiert habe. Und die Variante mit dem Gummizug dann noch für ein anderes, besseres oder ein schöneres Tragekomfort. Ich würde erstmal mit dieser Variante anfangen. Wir brauchen zunächst ein Stück Stoff, das ist 17 x 34 cm lang. Dann brauchen wir Schrägband oder in meinem Fall habe ich einfaches Webband genommen, was dann manchmal hier auch zur Abfassung dann angenäht wird. Und zwar ein kurzes Stück von 17 cm und zwei lange von 90 cm. Zur Verstärkung, denn hier oben ist auch ein Draht eingearbeitet, um das Ganze dann auch am Gesicht richtig gut anpassen zu können. Und das mache ich mit einem Draht aus dem Bastelangebot. Ich zeige Ihnen nachher, wie ich das dann auch vorbereite, um das hier einzuarbeiten. Man kann aber auch von so einem Aktenduli diesen Metallsteg nehmen und zweckentfremden. Ja, und für die Variante mit dem Gummi brauche ich natürlich noch ein Stück Gummi. Schere, Nadeln wäre auch ganz gut und natürlich die Nähmaschine, die das Ganze dann auch mit mir zusammennäht. Der Schutz hat 3 Falten eingearbeitet, weil dadurch halt auch die Gesichtsform um die Nase sich öffnet und man dann auch ein bisschen mehr Freiheit hat, um da zu atmen. Was bei jedem Stoff, den man verwendet, sowieso vorher geprüft werden soll, dass man auch wirklich ohne Probleme dann auch Luft holen kann. Das darf also kein Stoff sein, der dann die Luftzufuhr auch wirklich abschnürt, weil das wäre natürlich ganz gefährlich. Und diese 3 Falten werden einfach mit dem Bügeleisen eingearbeitet. Ich halbiere zunächst den Stoff. Wer farbigen Stoff nimmt, muss darauf achten, dass die farbige Seite außen sich befindet und bügele dann die untere Falte ein. Um dann diese 3 Falten besser einzuarbeiten bzw. nicht mit einer Stecknadel arbeiten zu müssen, gibt es einen Trick. Und zwar
faltet man noch einmal zur Hälfte und bügelt hier ein. Und dann noch einmal jeweils die Hälfte. Wenn ich jetzt das auffalte, dann sehen Sie hier so drei gebügelte Falten und die kann ich jetzt einfach mit der Hand hier hochschieben und habe dann schon die Fixierung fast unter der Nähmaschine so gut fertig, dass ich jetzt hier eine Naht setzen kann. Wer das noch nicht ganz geübt hinbekommt, der kann natürlich auch eine Nadel nehmen und jetzt die einzelnen Falten hier feststecken und drüber nähen. Da ist noch mal eine größere Sicherheit vorhanden. So, jetzt geht's an die Nähmaschine. Und so sieht dieser Zwischenschritt fertig aus. Jetzt ist an dieser einen Längsseite der Bruch, da brauche ich nichts weiter machen. Und an der anderen Längsseite mit den zwei offenen Kanten setze ich dann jetzt dieses kleinere Webband ein. Da habe ich etwas mehr als 17 cm geschnitten, damit es ein bisschen übersteht und den Überschuss kann ich dann abschneiden. Wer wie ich ein Webband nimmt und das gleich so aus der Hand heraus ansetzt mit einer Stecknadel, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist mit einem Schrägband. Das ist ja schon vorgebügelt, da kann man das dann halt auch sehr einfach aufnähen. Ich setze auch immer erst eine kleine Rückwärtsnaht an, um das Ganze zu fixieren, damit die Fäden nachher beim Waschen dann auch sich nicht auftrennen. In diese obere abgenähte Kante kommt jetzt das Metallstück hinein. Entweder eben den zweckentfremdeten Aktenduli. Da muss man aufpassen, dass das halt auch von der Größe her hineinpasst. Oder wenn man ein Stück Draht nimmt, dann schneide ich mir das in doppelter Länge zu, nehme ich zweimal 17 cm. Dann halbiere ich das, mache einen Knick an der anderen Hälfte und drehe diese zwei Drähte so ein kleines bisschen zusammen. Da bekommt das Ganze auch noch mehr Stabilität. Dann messe ich das aus und schneide ein ganz kleines bisschen ab, weil der Draht darf nicht zu weit in die nächste Naht hineinrutschen, weil dann beim Übernähen mit der Nähmaschine es passieren kann, dass die Nadel der Nähmaschine abbricht. Deswegen knapse ich dann hier noch ein Stückchen ab. So, und das schiebe ich dann hier in dieses angenähte Band ein und schon habe ich diese Nasenarretierung, die das Ganze dann noch hygienisch besser macht. So, und hier werden jetzt diese 92 cm langen Bänder angenäht. Ich mache das so per Augenmaß, ich mittel das, mache so einen kleinen Knick hinein und setze es dann hier so mit Augenmaß an. Ich hefte das fest und nähe das Band dann von oben nach unten durch. Man muss oben und unten dann auch einen kleinen Umschlag machen, damit das Band nicht ausfranst. Hier auch wieder eine Verriegelung setzen oder einen kleinen Rückwärtsgang, der das Ganze dann noch besser arretiert. Und zur größeren Stabilisierung auch der Bänder am Ende könnte man sogar auch hier einen kleinen Knoten hineinsetzen. Da würde das dann beim Waschen gar nicht ausfransen mehr. Ja, die zweite Seite auch noch angenäht und so sieht das Ganze dann fertig aus. Man kann auch ganz leicht erkennen, dass hier oben der Draht drin ist, weil die Steg hier unten fehlt. Jetzt möchte ich die zweite Variante zeigen mit einem Gummi hinter dem Ohr. Und auch noch einen Tipp geben, wenn man doch einen besonderen bunten Stoff nehmen möchte, vielleicht auch einen Lieblingsstoff, der nicht ganz so dicht gewebt ist. Den nimmt man auch wieder in doppelter Ausführung, also 17 mal 34 cm und macht so ein dickeres Stück Stoff, zum Beispiel eben so ein altes Molton, in einer Lage dazwischen und kann das Ganze dann auch entsprechend wieder bügeln. So einmal gebügelt,
dann so und so und das Ganze dann auch wieder in Falten gelegt und erst einmal abgesteppt. Jetzt nehme ich Gummiband. Das gibt es sicherlich auch noch in den Haushalten. Ich habe ein Maß von 20 cm ermittelt. Das hängt natürlich auch ein bisschen ab von der Kopfgröße oder wie angenehm straff oder leicht der Gummi dann um das Ohr gelegt sein soll. Das braucht man dann zweimal, das Gummiband. Und damit das Gummiband gut sitzt, nähe ich das zunächst erstmal mit einem Zickzackstich hier oben und hier unten an. Da hat man dann eine bessere Arretierung und es kann dann nicht doch aus Versehen herausrutschen. Dabei muss man aufpassen, dass man das Gummiband dann nicht verdreht, sonst ist das auch hinterm Ohr nicht ganz so günstig. So, damit auch diese Seitennaht nicht so ausfranst und auch optisch ein bisschen schöner aussieht, schneide ich jetzt nochmal zwei Bänder zu. Ein kleines bisschen überständig, damit ich wieder einen Umschlag machen kann, damit es nicht ausfranst. Ungefähr auf die Breite, die es hier ergeben hat. Und jetzt nähe ich dann diese zwei Bänder, entweder Schrägband oder Webband, auch hier an. Auch hier mache ich wieder einen kleinen Umschlag, den ich fest, hier mit den Fingern gleich mal fest drücke, damit das Ganze dann auch nicht wieder ausfranst. Und das lege ich jetzt hier um diese Naht, wo auch schon das Gummi festgenäht ist, und gehe mit einer Naht drüber. Zum Schluss müssen natürlich die Fäden abgeschnitten werden, damit das Ganze auch sauber und ordentlich aussieht. So, die Maske ist jetzt fertig. Hier oben ist der Draht drin. Und das Ganze kann ich jetzt hier als Schutz hinter den Ohren festklemmen, anlegen. Noch ein Hinweis, wem das Ganze mit dem Annähen des Gummis ein bisschen zu schwierig erscheint, kann den Gummi auch später mit der Hand hier aufnähen oder überhaupt das ganze Stück mit der Hand nähen. Wer keine Nähmaschine hat, das sollte doch auch vielleicht in einer Stunde ganz gut zu Wege gebracht sein. Herr Kluge, schön, dass Sie im Textil-Rennsportmuseum sind. Wir haben ja gerade gezeigt, wie ich so eine Maske herstelle und Sie wären ja der Erste, dem ich die gerne überreichen möchte als Bürgermeister, als Oberbürgermeister. Und ja, mit Masken durch die Stadt durchgehen ist natürlich jetzt nicht so toll, aber wir wissen ja alle warum und wir hoffen, dass das halt auch einen guten Zweck dient. Und dann kriegen Sie von mir die erste Maske, die wir hier gemacht haben. Vielen lieben Dank. Das ist ja ganz wichtig. Ich werde die auch tragen, besonders im ÖPNV. Und beim Einkauf zum Beispiel in unserer Innenstadt sollte man das tun, damit wir alle auch sicher durch diese Krise kommen. Vielen Dank. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Klangerlebnisse höchster Güte in Kombination mit einem perfekten Innenraumdesign, das ist unser Anspruch.
lassen Sie sich überraschen von der Klangwiedergabe unserer Soundsysteme, die Sie sonst nur aus Opernhäusern und Kinos kennen. Seit 2005 ist die Media Lounge Jentsch Ihr kompetenter Partner im Bereich der multimedialen Innenraumgestaltung. Ein unvergleichlicher Klang, gepaart mit schier unendlichen Verbaumöglichkeiten unserer Flächenlautsprecher in Wänden, Decken sowie Böden, gibt Freiraum für die individuellsten Gestaltungsideen. Dabei übertrifft die Qualität gewöhnliche Lautsprechersysteme durch einen raumfüllenden Klang, ganz gleich, wo man sich im Raum befindet. Durch unser System können Soundboards unsichtbar in allen Flächen des Raumes integriert werden. Die Gestaltung des Innenraums durch unterschiedliche Materialien bleibt aber völlig frei. Jeder Innenraum kann von uns im Komplettservice geplant und realisiert werden. Am Ende wird das Soundsystem auf die Klangcharakteristik des Raumes feinjustiert. Neben der Verarbeitung unserer Flächenlautsprecher in Wohnräumen finden diese auch in Feuchträumen, gegen Vandalismus geschützt im öffentlichen Raum, in Museen oder Galerien sowie in hygienisch sterilen Bereichen ihre Verwendung. Überzeugen Sie sich selbst von der Einzigartigkeit unserer Innenraumkonzepte in der Media Lounge Jentsch. Ja, liebe Zuschauer, draußen in der freien Natur fühle ich mich natürlich jetzt in den aktuellen Zeiten definitiv am wohlsten. Deswegen bin ich auch viel zu Fuß unterwegs, egal ob alleine oder mit dem Hund. Und es ist natürlich so, ich habe jetzt hier beim Spazierengehen so eine Feuerstelle entdeckt. Und hier sieht man auch, dass vor kurzem direkt was gebrannt hat und Feuer gemacht wurde. Auch wenn es jetzt in der Natur am schönsten ist, aber bitte keine Feuer machen. Die Waldbrandgefahr ist mittlerweile schon wieder sehr groß und wir wollen doch auch, dass unsere Wälder erhalten bleiben. Die haben eh schon genug Schäden erlitten durch die Stürme, den Borkenkäfer und so weiter. Ja, und im Programm geht es jetzt erstmal weiter mit unseren Wochensplittern. Mit der sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 20. April wurde es für jeden zur Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für den öffentlichen Raum wird das Tragen empfohlen. Zu Beginn der Corona-Krise wurde nicht nur Toilettenpapier zur Mangelware, es herrschte ebenso ein Mangel an der Mund-Nasen-Bedeckung. Fatal für die, die nah am Menschen arbeiten müssen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder in der Pflege. Um in dieser Situation zu helfen, hat sich die Euroakademie in Chemnitz vor einigen Wochen überlegt, wie können wir auch zeigen, wie sehr wir die Menschen, die in der Pflege und in den Behinderteneinrichtungen arbeiten, schätzen. Und haben gedacht, für uns eigentlich eine kleine Aktion, da wir hier im Haus eine Schneiderin haben, eine ausgebildete Schneiderin. Und wir wussten, dass Frau Urbisch, eine Fachlehrerin in der Pflege, auch sehr gut nähen kann und das auch schon gemacht hat. Haben wir uns gedacht, wir nähen für die Pflegeeinrichtungen Masken. Ja, und nähen so am Tag so zwischen 40 und 50 Masken. Die Masken nähen war das eine. Sie mussten auch an den Mann und die Frau gebracht werden. Also wurden Pflegeeinrichtungen, mit denen wir kooperieren und mit denen auch die Euroakademie Hohenstein kooperiert und die Behinderteneinrichtungen angeschrieben und dort angefragt, ob Bedarf da ist. Und waren sehr überrascht über die vielen Reaktionen. Seit Anfang April werden Masken an die Kooperationspartner in verschiedenen Landkreisen ausgeliefert. Und gerade in solchen Situationen ist es wirklich sehr wichtig, dass man Hand in Hand zusammen auch weitergeht. Gerade auch durch schwere Zeiten ist es halt immer sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sagt, man hat einen Bezugspunkt. Und gerade bei der Frau Urbich, die da wirklich auch dahinter steht, muss man wirklich nur ein riesengroßes Dankeschön ausrichten, dass sie wirklich auch so dran ist und wirklich dort Tag für Tag dort mit Enthusiasmus an
die Sache herangeht. Und gerade 50 Stück ist, denke ich mal, auch keine kleine Herausforderung für 3 Personen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Und deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön. 2 Näherinnen und 1 Büglerin arbeiten. Mit dem entsprechenden Abstand halt. Masken hätten wir ja auch da, die kann man auch aufsetzen zum Nähen. Und ansonsten wird eben immer der Abstand eingehalten. Wir verfügen auch über gutes Desinfektionsmittel und die Hände werden häufig gewaschen. Also das, was auch Lehrer letztendlich in der Pflege auch ihren Schülern vermitteln, auch wenn es nicht gerade Corona-Zeit ist. Verwendet werden zur Herstellung der Masken? Also zum einen haben wir das noch da gehabt. Das ist also Baumwolle, ist ja hier immer das Sinnvollste. Zum anderen haben aber auch von Mitarbeitern Ehepartner gesammelt. Und wir dürfen auch ins Nachbarhaus gehen. Dort ist ja die Kunderbund. Die packt uns dann auch die entsprechenden Pakete zusammen. Unterstützung gibt es viel und ein Zusammenrücken auf unterschiedlichen Ebenen. Und was eben noch nebenbei auch sehr, sehr angenehm ist, viele Pflegeeinrichtungen rufen bei uns direkt ein, auch bei Behinderteneinrichtungen. Wir haben auch mal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen und dort auch mal mitzuerfahren, mit welchen Schwierigkeiten wirklich zurzeit auch das Leben gestaltet werden muss in den Pflegeeinrichtungen, dass eben viele zu Pflegende auch sehr, sehr einsam sind. Und das müssen halt die Pflegenden dann auch versuchen zu kompensieren. Für die Schulvorabgangsklassen kann theoretisch der Unterricht wieder beginnen. Hier werden wir, und das haben wir uns auch vorgenommen, nur Stück für Stück vorgehen. Hier in der 2. Etage, wo Sie hier sind, hier werden die Pflegenden ausgebildet. Was wird dann mit der Fertigung der Mund-Nasen-Bedeckung? Das wissen wir noch nicht. Wir haben ja in der 3. Etage viele, viele Räume. Es werden nur ganz wenige Abschlussklassen kommen und wir werden schauen, wie wir dann die Arbeit verteilen können. Wir haben auch noch im Nebenhaus die Möglichkeit, wo wir dann auch die Nähmaschinen hinstellen können. In Zeiten, in denen mitunter die Preise für die Mund-Nasen-Bedeckung in die Höhe schossen, darf man nicht vergessen zu erwähnen, dass die Bildungseinrichtung ihre genähten Masken kostenlos an ihre Kooperationspartner abgibt. Wir wünschen, dass alle Pflegenden, alle Zupflegenden, alle Menschen mit Behinderung und deren Betreuer und natürlich alle Menschen gesund bleiben. Ein besonderer Dank denen, die für den Nachschub an Mund-Nasen-Bedeckungen sorgen. In der Nacht vom 14. zum 15. April hatte jemand die Zeiger an der Blumenuhr im Stadtpark Hainichen verdreht. Der Bürgermeister Dieter Kreisinger teilte auf der Internetseite der Stadt mit, dass durch das direkt wirkende Stangengetriebe das Uhrwerk im Uhrenhäuschen beschädigt wurde. Für den richtigen Hinweis, der zur Ergreifung des oder der Täter führt, setzte der Bürgermeister eine Belohnung in Höhe von 100 Euro aus. Es war nicht das erste Mal, dass sich rücksichtslose Menschen an der Uhr zu schaffen machten. Die Blumenuhr ist eine Attraktion im Stadtpark. Ehemalige Hainichener schenkten sie 1935 ihrer Stadt. Vor 22 Jahren wurde das mechanische Uhrwerk general überholt. Es hat eine Laufzeit von 30 Stunden und wird deshalb von Frühjahr bis in den Herbst täglich aufgezogen. Auch wenn sie nun bis zur Reparatur erst einmal stillsteht, ist die Blumenuhr trotzdem schön anzuschauen. Andere Dinge stehen im Stadtpark Hainichen ebenfalls still. Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit der Spielplatz verwaist. Gesperrt ist ebenso das Tiergehege. Die Tiere kann man nur aus der Ferne in Augenschein nehmen, außer die Bewohner in den Vogelvolieren. Beobachtet werden die Vögel auch von diesem Strolch, der sich scheinbar ein klein wenig ertappt fühlt. Der Schlossberg in Limbach-Oberfronas Ortsteil Wolkenburg ist seit 16. April gesperrt, sowohl für den Fahr- als auch für den Fußgängerverkehr. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn zwischen der Muldenbrücke und der unteren Einmündung Mühlenstraße. Außerdem wird ein Gehweg angelegt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende 2020 andauern. Umgeleitet wird über die Dorfstraße Kaufungen, die Ortsumgehung Niederfrona sowie die ehemalige B95. Wer, die sächsische Corona-Schutzverordnung befolgend, in Limbach-Oberfronas Ortsteil Rußdorf spazieren geht, kann nicht nur den weit und breit imposantesten Osterbaum bestaunen, sondern ebenso das Storchenpärchen, das sich auf einer Esse an der Waldenburger Straße niedergelassen hat. Von da oben hat es nicht nur den schönsten Blick in die Region, sondern ebenso auf das Buffet. Denn neben Feldern haben die Störche auch die Limbacher Teiche quasi vor der Haustür.
Es dürfte also an Nahrung nicht mangeln. Gute Argumente für eine Familiengründung. Nach Ablage der Eier wird rund 4 Wochen gebrütet. Wenn das mit der Nachwuchsplanung so klappt, wie die 2 sich das vorgestellt haben, könnten dort oben gegen Ende Mai Junge zu sehen sein. Andere führen in Limbach-Oberfrohna ihre Küken schon aus, so diese Entenmama auf einem der Teiche in Limbach-Oberfrohnas Landschaftsschutzgebiet am Stadtpark. Wer dort spazieren geht, kann ebenfalls so einige andere Vögel entdecken, wie diesen Graureiher auf Futtersuche. Irgendjemand hatte, jetzt nicht mehr zu sehen, der Heinz-Tetzner-Büster am Tetzner-Museum in der Gersthofer Hessenmühle einen Schutz für Mund und Nase angelegt und damit auf den Künstler aufmerksam gemacht, der am 8. März 100 Jahre alt geworden wäre. Eigentlich sollte anlässlich des Jubiläums unter dem Titel Lebensbilder jetzt eine Sonderausstellung in der Hessenmühle zu sehen sein. Leider kam die Corona-Pandemie dazwischen, weswegen auch das Tetzner-Museum schließen musste. Das haben seit der Eröffnung 2001 schon viele Kunstinteressierte besucht. So mancher begegnete hier dem Gersthofer Ehrenbürger, der als Kriegsgefangener in Frankreich erste Aquarelle fertigte, nach dem Krieg in Weimar Kunst studierte und die Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel kennenlernte, die ihn stark prägten. Seit 1954 lebte Heinz Tetzner wieder an seinem Geburtsort Gersthof und war freischaffend als Grafiker und Maler tätig. 1960 wurde er Dozent an der Fachschule für angewandte Kunst in Schneeberg. Auf unzähligen Ausstellungen wurden Heinz Tetzners Werke gezeigt, mehrmals auch in der kleinen Galerie in Hohenstein-Ernsthal. Seine Werke befinden sich heute in zahlreichen bekannten Sammlungen, unter anderem in Berlin, Dresden, Weimar, Chemnitz und auch in Gersthof. Hier starb Heinz Tetzner am 20. August 2007. Fast wie ein Dornröschenschloss wirkt die Turnhalle auf dem Pfaffenberg. Seit 16. März sind aufgrund der Corona-Pandemie die Sportstätten auch in Hohenstein-Ernsthal geschlossen. Wäre uns natürlich lieber, es könnte irgendwas los sein, aber kann es nicht und ist auch vernünftig so. Da stehen auch alle Sportler unseres Vereins zu 100% auch dahinter, das ist gar keine Frage. Im vergangenen Jahr feierte im April die erste Tischtennismannschaft vom SV Sachsenring in der grünen Hölle den Vizemeistertitel in der 3. Bundesliga. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison 2019-20 vorzeitig beendet. Ich glaube, das ist in der heutigen Krisenzeit die einzig sinnvolle und gangbare Maßnahme gewesen, die man da ergriffen hat. Das heißt für uns natürlich, Saison ist beendet. Wir haben, wenn man jetzt mal sportlich werden soll, natürlich unsere Saisonziele soweit erreicht, weil wir frühzeitig schon die Weichen soweit gestellt hatten. Unsere erste Mannschaft, 3. Bundesliga, hat das ganze Jahr eigentlich auf dem Mittelfeldplatz verbracht, was wirklich sehr, sehr gut ist und sehr lobenswert ist. Denn in die neue Saison startete man ohne den Topspieler Youssef Abdelaziz, der in die 2. Bundesliga zum TV Leiselheim wechselte. Eine sehr gute Saison hatte wieder die 2. Mannschaft. Die 2. Mannschaft hat sogar über die Verhältnisse gespielt, ist in der Regionalliga aufgestiegen. Auch dort werden wir sehen, dass, wenn es wieder losgehen kann, dass wir das gehandelt bekommen. Ja, und alle anderen Mannschaften sind auch absolut im Soll gewesen. Aber nichtsdestotrotz macht man sich natürlich Gedanken, das ist die eine Seite. Wie soll das dann weitergehen? Wie kann man sich die neue Saison vorstellen? Wie soll man planen? Auch wenn personell bei uns soweit alles schon unter Dach und Fach gebracht wurde Anfang des Jahres, da haben wir jetzt nicht so die Sorgen. Aber die Sorgen sind natürlich ganz klar eher auf der Gesundheitsseite. Wie kann ein Trainingsbetrieb zukünftig aussehen? Wie können Ältere mit Jungen trainieren? Kann man überhaupt trainieren? Ab wann kann man trainieren? Das sind alles Fragen, die sicherlich die nächsten Wochen und Monate beantwortet werden. Aber
Die treiben natürlich unsere Mitglieder, genau wie in allen anderen Vereinen, natürlich um. Da kriegt man natürlich täglich Anrufe und Nachfragen. In der Pfaffenberg-Turnhalle herrschte nicht nur Spiel, sondern ebenso ein intensiver Trainingsbetrieb. Wie sieht das Training in Corona-Zeiten aus? Also wir sind natürlich in ständigem Kontakt, auch unsere Kinder. Wir haben ja noch 50, 60 Kinder im Dichtern des Breitensportbereich. Die fragen natürlich nach, die wollen Übungen haben, was können wir zu Hause machen, wie können wir uns fit halten. Das finde ich eine sehr, sehr positive Erfahrung während dieser Zeit, dass die wirklich auch Nachfragen von sich aus kommen, sich sportlich betätigen wollen. Und da gibt man natürlich, steht man mit Rat und Tat zur Seite, wir gemeinsam mit unseren Trainern. Und da hat es auch schon die ein oder andere Aufgabe gegeben für zu Hause, von der ersten, zweiten Mannschaft, jetzt von unserem leistungsorientierten Bereich gesprochen. Da hat jeder seine individuellen Trainingspläne von uns erhalten. Aber auch ohne die Trainingspläne wissen die Leistungsträger im Verein, wie man sich fit halten kann. Die haben ihr ganzes Leben lang Sport gemacht und die wissen, einen Leistungsabfall zu verhindern, was da möglich ist und was da getan werden muss. So wie die Corona-Pandemie die Olympischen Spiele in Tokio verhinderte, fallen auch viele Wettkämpfe aus, auf die sich Sportler aus der Region freuten. Die Abteilung Leichtathletik hätte ihren Pfaffenberg-Lauf gehabt jetzt diese Tage. Wir hätten den großen Saisonabschluss gegen FC Bayern München gehabt, was für uns ein riesen Heimspiel gewesen wäre, beziehungsweise was eben als Saisonabschluss auch hier mit großer Jahresendfete geplant war. Das fällt natürlich jetzt alles flach. Genauso wie das Badminton-Turnier, das jährlich Ende April in der Pfaffenberg-Turnhalle durchgeführt wird. Ja, also wenn man das mal so nüchtern betrachtet, was alles für Termine auf dem Kalender gestanden hätten jetzt in diesen Tagen, in diesen letzten Wochen der Saison, also da, ja, da ist, kriegt man schon ein bisschen, sagen wir mal, komisches Gefühl, dass das alles sozusagen das für die nächsten Monate, ja, oder vielleicht das nächste halbe Jahr dann auch gewesen sein wird. So traurig das für den Sport und die Sportler auch ist. Gehen andere Dinge momentan gerade vor und wir sind sicherlich dann dort das letzte Glied in der Kette, was dann wieder, wenn man an Leistungssport oder an Breitensport denkt, was dann wieder sozusagen greifen sollte oder beziehungsweise wo es dann wieder losgehen sollte. Ne? So oder so sieht die Arbeit des Kreissportbundes Mittelsachsen im Normalfall aus. In jedem Fall ist sie sehr öffentlichkeitsbezogen. Seit Mitte März läuft auch das Alltagsgeschäft pandemiebedingt ganz anders. Also wir waren von den Maßnahmen, die sich immer mehr auch zugespitzt haben, dann letztlich auch etwas überrascht im März, haben uns aber relativ schnell auf die Lage eingestellt. Bedeutet, dass wir relativ zügig auch unsere Mitarbeiter in die Heimarbeit geschickt haben, die dann letztendlich von zu Hause aus die Arbeiten dann erledigen konnten, weil wir eben natürlich auch die Mitarbeiter elektronisch aufgestellt haben. Bedeutet, jeder von den Mitarbeitern hatte einen Laptop und eben auch einen mobilen Arbeitsplatz zur Verfügung, sodass die anfallenden Aufgaben von zu Hause aus bewältigt werden konnten. Auch die Vereinsarbeit im Breitensport leidet unter der Corona-Pandemie. Mit verschiedenen Angeboten unterstützt der Verband die Arbeit vor allem virtuell. Des Weiteren haben wir sehr schnell versucht, unsere Angebote, die ja aus den drei Säulen Beratung, Bildung und Veranstaltung bestehen, online zu gestalten. Und das zu digitalisieren, war letztendlich schon mittelfristig bis langfristig immer unser Plan. Und man kann sagen, dass durch die Corona-Krise sich dieser Plan tatsächlich etwas beschleunigt hat, die Digitalisierung in den drei Säulen voranzutreiben. Die Angebote werden von den Vereinen unterschiedlich stark frequentiert. Jetzt muss man sehen, Beratung ist ja eher etwas Individuelles und bedeutet, es ist so, dass die Telefongespräche, die persönlichen Gespräche natürlich da sozusagen überwiegen. Was man aber sagen muss, dass gerade bei den Bildungsangeboten der Grundlehrgang und aber auch Webinare sehr gut angenommen werden. Wir sind sehr positiv überrascht gewesen, wie gut der Grundlehrgang als Webinarform im Anfang April angenommen wurde und sind gleichzeitig auch sehr euphorisch, wenn wir jetzt sehen, wie viele Leute sich am Donnerstag, am 23.04. für unseren Vereinsdialog, wo es darum geht, Sportvereine von Corona vereinsrechtliche Empfehlungen sozusagen zu präsentieren. Da haben wir
querbeet durch aus ganz Mittelsachsen sehr, sehr viele Anmeldungen. Am 17. März sagte der Präsident des KSB, Volker Dietzmann, den Landkreislauf 2020 in Roßwein vorerst ab. Nun findet der Lauf aber doch statt, trotz der Absage aller Großveranstaltungen bis zum 31. August. Stand 17.3. hatten wir noch vor, möglicherweise den Landkreislauf zu verschieben. Nun sind einige Wochen ins Land gegangen seit dieser Aussage und uns hat sich ein klares Bild abgezeichnet. Wir haben für uns gesagt, wir möchten, wenn es denn so ist, dass im Herbst wieder Sport getrieben werden kann, anderen Veranstaltern, die traditionell im Herbst ihre Sportveranstaltungen haben, da überhaupt nicht im Weg stehen. Wir haben Respekt vor den einzelnen Veranstaltungen, die im Herbst durchgeführt werden können und wollen da keine Konkurrenzveranstaltungen schaffen. Dementsprechend haben wir gesagt, aus dieser Sicht ist es für uns logisch, dass wir unseren Landkreislauf 2020 absagen. Das ist auch in Absprache mit der Stadt Roßwein passiert, die letztendlich auch ihr Heimat- und Stadtfest auch verschoben haben in das Jahr 2021. Wir werden also versuchen, wenn es denn die Gegebenheiten auch zulassen, dann im Jahre 21, im April, einen Landkreislauf in Roßwein dann durchzuführen. Nichtsdestotrotz wollen wir aber den Landkreislauf nicht komplett absagen. Bedeutet, wir wollen den Landkreislauf in diesem Jahr virtuell durchführen. So wird der Start dann sicher nicht aussehen, aber ein Startschuss fällt dennoch. Es wird so aussehen, dass wir am 25.04. den Startschuss für den virtuellen Landkreislauf geben. Am 25.04. um 14 Uhr ist es jedem Läufer möglich, bei unserem Landkreislauf virtuell mitzumachen. Jeder Läufer sollte sich dann natürlich zu einem Team zusammenfinden und die drei Strecken 1,5 Kilometer, 3 Kilometer und 5 Kilometer im Team bewältigen. Wir möchten dazu natürlich nochmal aufrufen, dass man die politischen Vorgaben beachten soll, also nicht unbedingt in Gruppen läuft, sondern die Strecken einzeln abläuft. Eine Anmeldung vorab ist für den Landkreislauf nicht erforderlich, aber eine Startnummer kann man sich natürlich ausdrucken. Letztendlich ist es so, dass wir auch dafür eine Folie vorbereitet haben. Die sieht optisch gesehen natürlich auch anspruchsvoll aus. Da obliegt es natürlich jedem Einzelnen, ob er sich diese Startnummer dann auch anheften möchte. Erfasst werden die Zeiten natürlich via Internet. Also alle Teammitglieder laufen unabhängig voneinander. Der Mannschaftskapitän trägt im Anschluss die Ergebnisse aller seiner Mitglieder bis spätestens Sonntag, den 10.05. online unter www.ksb-mittelsachsen.de beziehungsweise bei unserem Partner, dem Auswertungsteam von www.sachselauf.de ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Am 12.05. werden dann die Teamwertung und Einzelergebnisse der Veranstaltung veröffentlicht. Weiterhin wird ein Urkundendruck eingerichtet. Und auch auf die traditionelle Mannschaftswertung sollen die Teams nicht verzichten müssen. Wir werden unterschiedliche Kategorien wieder haben, also Gästewertung wird es zum Beispiel geben, dann wird es eine Firmenwertung geben und so weiter. Diese wiederum werden wir je nach Teilnehmeranzahl dann letztendlich prämieren und die ersten drei aus den verschiedenen Mannschaftswertungen bekommen dann auch wie gewohnt einen schönen Pokal überreicht. Da wissen wir allerdings noch nicht, in welchem Rahmen wir das tun werden. Also das kann man jetzt noch nicht absehen. Wir wollen da natürlich abwarten, wie sich die Lage entwickelt und möglichst noch in diesem Jahr den dann in einem würdigen Rahmen auch übergeben. Dafür allerdings müssen Teams an den Start gehen. Den virtuellen Startschuss dafür gibt Landrat Matthias Damm am 25. April um 14 Uhr via Livestream. Blumen hat keiner niedergelegt auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz in Limbach-Oberfrohna. Vielleicht ist das auch nicht notwendig. Im April stehen hier die Bäume in Blüte. Also immer, wenn sich der Todestag des Pastors und Widerstandskämpfers jährt, nachdem vor 5 Jahren der Platz benannt wurde. Dietrich Bonhoeffer ist Jahrgang 1906. Er ist Theologe und Widerstandskämpfer, nahm Teil an der Verschwörung vom 20. Juli 1944 und ist am 9. April 1945 in Flossenbürg ermordet worden. Eine Stele, die zur Einweihung des Dietrich-Bonhoeffer-Platzes hier aufgestellt wurde, erinnert daran. Der Bonhoeffer-Platz wurde
im Jahr 2015 hier so benannt und das Denkmal auf diesem Platz errichtet. Das war ein Vorschlag der Kirchgemeinde Limbach-Kendler, die in der Zeit, wo in Limbach-Oberfrohnau und in vielen Städten in Deutschland gerade rechtes Gedankengut sich wieder ausbreitete, dass damals hier viele zivilgesellschaftlich sich auseinandergesetzt haben. Und die Kirchgemeinde hier in Limbach-Kendler hat gesagt, es wäre doch sehr schön, wenn wir diesen Platz dem Namen Dietrich Bonhoeffer geben und dass hier ein Denkmal errichtet wird. Das wäre ein Zeichen, was über das Momentane hinausgeht. Und der Stadtrat unserer Stadt hat dann 2015 diese Entscheidung getroffen. Und ich denke, das ist eine gute Entscheidung, die zeigt, in Limbach-Oberfrohnau setzt sich die Bevölkerung für Menschenrechte ein, setzt sie sich für die Würde des Einzelnen ein. Und jeder ist bei uns herzlich willkommen und gern gesehen. Direkt hat Dietrich Bonhoeffer nichts mit Limbach-Oberfrohnau zu tun, aber die Beziehung zu Dietrich Bonhoeffer besteht gedanklich über den Ortsteil Wolkenburg. In Wolkenburg gab es eine Außenstelle des Konzentrationslagers Flossenbürg und zwar bis zum 13. April 1945. Und Dietrich Bonhoeffer ist bekanntlich am 9. April 1945 in Flossenbürg ermordet worden. Dies ist die Verbindung, die gedanklich zwischen der Stadt Limbach-Oberfrohnau, Wolkenburg und Flossenbürg dann besteht. Das KZ Flossenbürg wurde vor 75 Jahren, am 23. April 1945, 14 Tage nach Dietrich Bonhoeffers Ermordung, von der US-Armee befreit. Limbach-Oberfrohnaus ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Hans-Christian Rickauer hat sich intensiver mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. 2017 erschien von ihm ein kleines Büchlein, das man sich auch in der Stadtbibliothek ausleihen kann. Nun, Dietrich Bonhoeffer hat mich als Theologe ein ganzes Stück immer auch geprägt, weil ich Bonhoeffer gesehen habe als einen, der nicht nur sich mit theologischen Fachfragen beschäftigt und gewissermaßen fürs Katheder Theologie betrieben hat, sondern der gesehen hat, Glaube, Theologie, das ist etwas, was das Leben prägen und bestimmen muss und der immer wieder gefragt hat, wie kann und muss ich Verantwortung wahrnehmen und ganz einfach auf eine Formel dann gebracht hat, Glaube, das heißt ganz einfach beten und das, was notwendig ist, zu tun. Oder mit anderen Worten, tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. An Dietrich Bonhoeffer fällt vor allen Dingen auf, dass er eine ganz große Wertschätzung hatte für den einzelnen Menschen. Das prägte sein ganzes Denken und Handeln, dass der Mensch einen ungeheuren Wert besitzt, dass dieser Wert ganz unabhängig davon ist, ob jemand schwarz oder weiß, gelb, ob jemand arm oder reich ist, ob jemand einer politischen Partei angehört oder welcher Überzeugung auch immer ist, der Wert eines Menschen ist unaufgebbar. Und das war etwas, was auch sein Handeln im Zusammenhang mit dem Widerstand geprägt hat. So hat er an die Mitverschwörer geschrieben, es kommt nicht darauf an, wie man jetzt durch diese Zeit hindurchkommt. Es kommt darauf an, wie man sein Denken in dieser Zeit besteht, verantwortlich zu handeln und den Weg zu öffnen für eine zukünftige Generation. Und ich denke, das ist genau das, was auch heute für uns gilt. Es kommt nicht darauf an, dass man irgendwie mit den Dingen fertig wird, sondern dass wir uns herausfordern lassen von den Umständen, dass wir fragen, was ist notwendig, um wirklich menschenwürdig zu leben, um die Achtung vor jedem Menschen zu zeigen und gegen jedes Unrecht aufzutreten, wo immer es herkommt. In den vergangenen Wochen mit der Corona-Krise haben viele Menschen Haltung gezeigt, indem sie nicht tatenlos abwarteten oder stumpf zuschauten. Sie stellten ihren Schwibbogen auf, um mit dem Licht Zuversicht und Hoffnung zu versenden. Sie musizierten gegen die Einsamkeit und um Mut zu machen. Sie unterstützten ihre Nachbarn und zeigten sich auch anderweitig solidarisch. Ich denke, das ist genau das, was wir in jeder Form brauchen. Es geht darum, dass wir etwa in dieser Zeit, wo wir
isoliert sind, wo wir durch die Corona-Krise hindurch müssen, dass wir da solidarisch sind und dass wir vor allen Dingen auch an die denken müssen, die gefährdet sind. Jeder von uns muss Einschnitte in den persönlichen Freiheiten hinnehmen, aber es hat einen Sinn, dass wir diese Einschnitte und Einschränkungen hinnehmen, nämlich, dass diejenigen, die krank sind, behandelt werden können, dass die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern und Einrichtungen nicht überzogen werden und dass wir alle als Gesellschaft gut durch diese Krise hindurchkommen, bis dann die Wissenschaft auch Möglichkeiten gefunden hat, durch Impfungen und Ähnliches diese Krise zu beherrschen. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, liebe Zuschauer, bei so einem schönen Spaziergang verliere ich fast jedes Mal jegliches Zeitgefühl. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, es ist schon wieder Zeit für mich nach Hause zu gehen und auch um mich an dieser Stelle von Ihnen zu verabschieden. Ich hoffe, Sie sind noch gesund und ich hoffe, Sie bleiben auch gesund. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen für diese Woche. Und Sie sehen im Anschluss noch unser Wissensmagazin Zeitnah TV. Machen Sie es gut und bis nächste Woche. Innovation. Künstliche Zähne mit Glasfaserverstärkung. Medizin. Das Kunstherz. Eine echte Alternative zur Transplantation. Landwirtschaft. Alte Obstsorten neu entdecken. Zahnersatz ist bislang eine komplizierte Prozedur, die Zahnarzt und Patienten gleichermaßen beansprucht. Bei den herkömmlichen Kronen war es so, der Patient musste sich an 2 Terminen freinehmen, damit diese Behandlung durchgeführt werden konnte. Ein langwieriges Verfahren für die Betroffenen. Doch das ist nun deutlich schneller und komfortabler möglich, dank eines neuartigen Materials des Fraunhofer Instituts für Silikatforschung, ISC, in Würzburg. Das Besondere an unserem Material ist, es handelt sich um eine Glaskeramik, das heißt, die hat einen amorphen Anteil, einen kristallinen Anteil. Das eine ist also das reine Glas und auf der anderen Seite ein Keramikteil. Das Neuartige an der Glaskeramik ist, dass sie im Endzustand hergestellt werden kann. Das heißt, mit der Endfestigkeit und der Endfarbe wird sie vom Zahnarzt direkt am Patienten gefräst und eingesetzt. Der Patient kann mit der neuen Technik innerhalb von einer Sitzung versorgt werden. Er braucht kein Provisorium. Wir haben eine hochästhetische Lösung, die die gleiche Lichtbrechung wie der natürliche Zahn hat. Wenn ich es nicht wüsste, welcher Zahn das wäre, den ich mit der Zunge jetzt neu ertaste, also sehen würde ich das jetzt nicht. Um aus bis zu 12 Komponenten diese perfekte Materialmischung zu erhalten, braucht es jahrelange Erfahrung und Erfindergeist. Man kann sagen, dass wir bei unserer Entwicklung das Gegenteil gemacht haben zu dem, wie es
bisher eigentlich gemacht wurde. Wir haben die Kristallphase mehr oder weniger außer Acht gelassen und haben uns ausschließlich auf die Glasphase konzentriert. Ein Dogmabruch mit Erfolg. Wir haben die Glasphase so verändert, dass wir durch den Zusatz von Materialien die Festigkeit in der Glasphase erhöhen und damit auch die Festigkeit von dem gesamten Produkt. Und durch die höhere Glasphase kommt zusätzlich auch noch die bessere Optik zum Tragen. Der endgültige Durchbruch gelang mit der Neukonzeption des gesamten Herstellungsprozesses samt Anlagentechnik. Unser Material hat Festigkeiten oberhalb 500 Megapascal erreicht und damit ist prinzipiell der Weg frei, es nicht nur für Kronen einzusetzen, sondern auch für mehrgliedrigen Zahnersatz, wie zum Beispiel Brücken. Ein neuer Zahn, so schnell wie ein neuer Haarschnitt. Die neuen Glaskeramiken ermöglichen zukunftsweisende Anwendungen, von denen wir alle profitieren. Ungeahnte Perspektiven durch gezieltes Umdenken. Das Team des Fraunhofer ISC hat gezeigt, wie es geht. Paris am 18.12.2013. Ein Team aus Herzchirurgen führt eine Operation durch, die es so weltweit noch nie gegeben hat. Dem 76-jährigen Claude Danu wird ein neues Herz implantiert. Allerdings kein Spenderherz, sondern das weltweit erste Kunstherz, das komplett autonom und ohne Verbindung nach außen in der Brust des schwer Herzkranken schlagen soll. Mit im OP der Schöpfer des neuen Kunstherzens, Chirurgenlegende Dr. Alain Carpentier. Carpentier hat bereits Medizingeschichte geschrieben. Schon heute verdankten ihm bereits über 150.000 Herzpatienten ein nahezu sorgenfreies Leben. Durch künstliche Herzklappen, die für den Körper verträglich sind. Nun schlägt er das nächste Kapitel Medizingeschichte auf. In den Augen der Forschergemeinschaft ein technisches Wunder. In den Augen seines Schöpfers klingt aber alles erstmal ganz einfach. Ich würde mit den wunderschönen Worten von Claude Bernard anfangen wollen. Er sagte, ob es dem Dichter gefällt oder nicht, das Herz ist eigentlich nur eine Pumpe. Das menschliche Herz soll also einfach nur eine Pumpe sein? Der Erfinder erklärt an einem seiner ersten Prototypen, wie er das meint. Das Blut fließt hier rein durch diese zwei Öffnungen und durch diese zwei Öffnungen wieder raus. Hier sitzt die Lungenarterie, die der rechten Herzkammer entspringt. Und hier sitzt die Aorta, die aus der linken Herzkammer kommt. Also genau der gleiche Aufbau wie bei einem ganz normalen Herz. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Erfolgsgeschichte beginnt 2008. Hier. Alain Carpentier holt sich für die Entwicklung seiner Superprothese einen eher artfremden Partner ins Boot, einen Flugzeugbauer. Und tatsächlich bauen auch erstmal ausschließlich Flugzeugingenieure das neue Superimplantat. Aus gutem Grund. Wenn wir Leute aus der Medizin hinzugezogen hätten, hätten wir es automatisch mit vorgefertigten Meinungen und Einflüssen zu tun gehabt. Professor Carpentier wollte das nicht. Er wollte das Problem grundsätzlich neu angehen. Erstmal ein Konzept und ein Design entwickeln und die Mediziner erst hinzuziehen, wenn das Produkt bereit für die klinische Anwendung ist. Carpentiers Mission ist ehrgeizig. Sein Kunstherz soll als erstes völlig autonom funktionieren, ohne irgendeine Verbindung nach außen. Und so sieht die Vision aus. Das kranke Organ wird in der Operation komplett entfernt. Ein menschliches Herz hat insgesamt vier große Anschlüsse. Das neue Herz muss diese Anschlüsse perfekt imitieren. Der Hohl- und der Lungenvene wird zunächst eine Art Anschlussstelle angenäht. Daran koppeln die Chirurgen die Hightech-Pumpe. Gleich danach wird sie mit den zwei großen Arterien verbunden. Dann kann das Herz seinen Dienst aufnehmen und pumpen. 24 Stunden am Tag, ununterbrochen. Der Korpus des Kunstherzens ist zwar aus schlichtem Kunststoff, sein Innenleben jedoch wird alles andere als einfach. Motoren, Sensoren, Kabel und jede Menge eingebauter Elektronik sollen die Pumpe autonom steuern.
An einer Art Teststand stellen die Forscher im Vorfeld quasi den menschlichen Körper nach. Sie können so bei der Entwicklung das neue Herz den verschiedensten Belastungssituationen aussetzen, die der Körper auch im Alltag hat. Die Herzprothese ist an die Herzvorhöfe angeschlossen. Das ist die Aorta, hier die Lungenarterie. Das hier ist das venöse Kompartiment, das hier das systemische. Dank des Computers können wir die einzelnen vaskulären Parameter des Patienten ändern. Dann schauen wir, wie unterschiedlich die Prothese auf diese Impulse reagiert. Die Idee ist es, danach zusammen mit den Ärzten zu ermitteln, ob die verursachte Reaktion dem entspricht, wie ein normales Herz in solchen Situationen reagieren würde. Die Herzprothese wird durch zwei akkubetriebene hydraulische Motoren angetrieben. Sensoren ermitteln ständig den Belastungszustand des Patienten. Sie leiten diese Information an die Motoren weiter. Diese pumpen das Blut des Patienten aber nicht einfach in einem stetigen Strahl wie eine Gartenpumpe durch seinen Körper. Stattdessen bauen sie in den zwei Herzkammern den Druck hydraulisch auf und ab, auf eine Membran zwischen Pumpe und Herzkammer. Das Ergebnis? Das Herz schlägt und erzeugt einen richtigen Puls, wie bei einem echten Herzen auch. Nur die Stromversorgung erfolgt noch von außen. Allerdings kabellos. Batterien, die der Patient mit sich tragen kann, laden ständig Akkus im Körper auf. Über Induktion, wie bei einer elektrischen Zahnbürste. Eines der schwierigsten Probleme bei der Transplantation von Kunstherzen hat sich Carpentier ebenfalls angenommen. Die Oberflächen von künstlichen Transplantaten können nämlich im Gegensatz zu organischen lebensgefährliche Blutverklumpungen hervorrufen. Für Alain Carpentier allerdings ein vertrautes Problem. Ein Problem, dessen Lösung ja hunderttausende Menschen schon in sich tragen. Ich habe herausgefunden, dass wenn man Herzklappen von Tieren einsetzt, man die Bildung von Blutgerinnseln verhindern kann. Aber wenn man ein Problem gelöst hat, kommt sofort das nächste. In dem Fall war es eine immunologische Reaktion. Aber das habe ich glücklicherweise durch eine chemische Behandlung lösen können. Also habe ich gedacht, dass ich das gleiche Material auch für unser Kunstherz verwenden würde. Carpentiers Lösung? Sämtliche Oberflächen, die dem menschlichen Blutkreislauf ausgesetzt sind, werden mit tierischem Gewebe ausgekleidet. Von der Kuh. Wir erhoffen uns dadurch, dass die Reaktion des Körpers gegen das Implantat deutlich schwächer ausfällt als im Falle von Plastik oder anderen künstlichen Materialien. So müssen die Patienten viel weniger Blutverdünner einnehmen, was die Nebenwirkungen deutlich vermindert, sei es nun Blutungen oder Thrombosen. Doch obwohl das neue Kunstherz aus Paris, der Stadt der Liebe, stammt, kann es zumindest in einer Hinsicht mit einem echten Herzen doch nicht mithalten, ausgerechnet in Herzensangelegenheiten. Wenn Sie aufgeregt sind oder eine andere Stimmungsschwankung haben, reagiert unser Maschinenherz nicht darauf. Das ist ein großer Unterschied, den wir aber leider nicht ändern können. Jeder weiß, dass das Herz auf Emotionen reagiert. In dieser Hinsicht ist es eines unserer wertvollsten Organe. Bis heute wurde das neue Herz außer an Claude Danu an drei weiteren schwerkranken Patienten getestet. Danus Leben konnte es um 74 Tage verlängern, das der anderen schon um bis zu 9 Monate. Ein erster Erfolg, aber die Ziele sind weit höher gesteckt. Unser Ziel ist es, eine echte Alternative zu einem Spenderherzen bieten zu können. Wenn wir beweisen können, dass es nicht nur funktioniert, sondern auch die Lebensqualität der Patienten verbessert, könnte der Markt das neue Herz annehmen und damit die Tore öffnen für all die Patienten, die vergebens auf ein Spenderherz warten müssen. Große Ziele. Aber wenn die Vision von Alain Carpentier tatsächlich wahr wird, muss in der Zukunft vielleicht niemand mehr um sein Leben bangen, während er auf ein Spenderherz wartet. Und ein Herzschlag könnte plötzlich so klingen.
Wo findet man heute noch so gute Kirschen wie aus Omas Garten? Alte Obstsorten wiedersehen und wiederschmecken ist ein EU-gefördertes Projekt, das in Oberösterreich traditionelle Streuobstwiesen und regionale Obstsorten wiederbelebt. Das Anliegen vorletztendlich, dass wir die Leute wieder sozusagen das ins Bewusstsein rücken, welche Vielfalt eigentlich an Obstsorten vorhanden ist in unserer Region oder in Österreich oder in Oberösterreich und dass die Leute ja wieder zu diesen Obstsorten finden. Also dass sie, wenn sie Bäume pflanzen im eigenen Hausgarten, dass sie mal diese Sorten finden und da in Baumschulen erhalten. Wir haben auch versucht, die Kinder im Kindergartenalter und Volksschulalter sozusagen diese Vielfalt näher zu bringen. Da waren verschiedene Maßnahmen in diesem Projekt, wo wir einfach dieses Bewusstsein gestärkt haben. Und wir haben dann einen Lieblingsapfelbaum oder die Lieblingssorte gemeinsam im Kindergarten gepflanzt. Das war eine sehr symbolische Aktion und ist auch sehr gut angekommen bei den Kindergärtenleiter und auch bei den Kindern natürlich. Bei den Kirschensorten machen wir jetzt speziell, haben wir jetzt mal diese Kooperation mit der BOKU, wo wir diese Kirschensorten in der Gemeinde Schwarten erhoben haben. Ja, wo wir geschaut haben, wie groß ist diese Vielfalt an alten Kirschensorten. Die sind analysiert worden im Labor, sind geschaut, wie viele sind da nur vorhanden. Und der nächste Schritt wird sein, der ist sehr, sehr wichtig, dass diese Sorten auch wieder ausgepflanzt werden im Naturpark Obsthügelland. Da werden wir mit Baumschulen zusammenarbeiten und auch schauen, dass wir da entsprechend die Landwirte, aber auch die privaten Hausgartenbesitzer motivieren, dass sie solche Bäume wieder pflanzen. Die Aufgabe an der Bodenkultur in Wien ist es, traditionelle Kirschsorten aus Scharten zu erfassen, zu beschreiben und ihre regionaltypischen Eigenschaften im Vergleich zu den gängigen Marktsorten zu untersuchen. Sie haben häufig einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien, Anthocyanen und phenolischen Substanzen, die sehr wichtig für die Gesundheit sind. Oder sie sind besonders gut geeignet für Verarbeitungsprodukte, weil sie einen hohen Extraktgehalt haben, hohen Farbstoffgehalt und einen sehr guten Geschmack. Das eine ist einmal, dass sie für sich einfach erhaltenswert sind, so wie ein Kulturgut, wie eine alte Kirche oder ein Bauwerk. Dann sind sie interessant, weil sie meistens angepasst sind an die regionalen Gegebenheiten, speziell wenn es um Regionalsorten geht, wie das in Scharten der Fall ist.